Und herzlich willkommen zu Am Rande der Bande, dem Videoblog zu den Krefeld-Pinguinen von der Westdeutschen Zeitung. Ja, zwei Spiele haben wir gehabt jetzt, leider zwei verloren. Gegen Köln hat man leider nicht ganz die Leistung aufs Eis bringen können wie gegen Nürnberg. Aber dennoch versucht man hier natürlich im Training Gas zu geben, um die Fehler zu analysieren. Und gleich haben wir einen tollen Gesprächspartner. Arthur Skruminsch sagt uns, wie er sich nach seinem ersten Tor im Pinguine-Dress fühlt. Und da haben wir ihn, Arthur Skruminsch. Arthur, grüß dich und danke, dass du dich unseren Fragen stellst. Ja, auf jeden Fall haben wir jetzt dann, wie gesagt, die zwei Niederlagen gehabt, aber einer hat auf jeden Fall was persönlich zu feiern gehabt. Und zwar, Arthur, erzähl uns mal dein erstes DEL-Tor. Wie fühlst du dich? Auf jeden Fall erleichtert und ja, ich bin froh, dass ich jetzt endlich mein erstes DEL-Tor ja, geschossen habe. Und ja, ist ein super Gefühl, muss ich sagen. Hätte natürlich mit einem Sieg mehr gefeiert und mehr zu feiern gehabt, aber ich bin sehr, sehr glücklich. Ja, natürlich, klar. Man möchte am liebsten das Spiel noch mit dem Sieg abschließen, aber geht natürlich nicht immer alles. Sag mal, um auf deine sportliche Vergangenheit zurückzukommen. Jetzt hast du es natürlich in die oberste Liga hier geschafft und fühlst du dich angekommen? Und wie ist das Gefühl jetzt? Ist es von der Intensität her für dich jetzt was ganz anderes oder kommst du mit allem zurecht? Ja, ich muss sagen, für mich war es jetzt persönlich ein sehr, sehr langer Weg bis in die DEL und ja, ich habe halt immer weiter an mich gearbeitet, dran geglaubt und ja, ich bin natürlich schon älter, so sagt man, ne? Aber ja klar, ich sag mal so, die ganze Arbeit, die hat sich gelohnt und ja, deswegen umso schöner, dass ich dann auch mein DEL, ich sag mal, Ziel so geschafft habe und ja. Jetzt kann es weitergehen. Ich fühle mich gut und ja, ich denke mal, da kann jeder immer weiter an sich arbeiten. Und, aber ich bin Stand jetzt sehr zufrieden mit mir und mit meiner Leistung. Ja, kann es auf jeden Fall sein. Ich meine, klar, es läuft nicht optimal für die Pinguine, in den letzten Jahren schon nicht, aber es ist auch eine schwere Situation, aus der man sich rauskämpfen muss, das Ganze drumherum, ne, und so weiter und so fort. Aber dennoch, was für einen Eindruck hast du jetzt von Krefeld, von der Eishockeystadt? Fühlst du dich wohl? Bist du auch jetzt, sag ich mal, als Mensch angekommen? Ja, da muss ich sagen, für mich, ich mag die Umgebung, ist auch ja, Traditionsverein und ja, alles drumherum, muss ich sagen, passt alles. Und ja klar, man wünscht sich natürlich auch immer diese sportlichen Erfolge und ja, da arbeiten wir natürlich hart. Natürlich jetzt vielleicht nicht so ganz so, wie wir uns das vorstellen, aber ich denke mal, wir können uns da hinarbeiten und sind weit weg davon. Und wenn wir mal eine gute Phase haben, wir wieder schnell wieder ganz oben auch mitspielen können. Aber da muss man natürlich auch viel, ich sag mal, Glück da, ich sag mal, Glück spielt natürlich auch viel mit, dass alle auch verletzungsfrei bleiben und die Saison ist immer lang. Und ja, aber ich persönlich muss ich sagen, für mich sehr und auch die tolle Jungs und ja, muss ich schon sagen. Das ist ja wichtig, klar, das persönliche Wohlbefinden hier, das kann ich mich selbst noch erinnern daran, hier ist einfach eine gewisse Magie vorhanden, also ich habe mich hier immer sehr wohl gefühlt, ich denke die anderen Spieler, mit denen ich hier gespielt habe, auch immer, Arthur hat es auch erkannt. Hast du, also ich zum Beispiel, wo ich meinen Hund noch hatte, als er gelebt hat, bin ich immer sehr gerne morgens in den Stadtwald gegangen. Hast du einen Lieblingsplatz hier in Krefeld? Ja, ich habe meinen, ich sag mal so, ich wohne jetzt nicht genau direkt, also in Krefeld. Ich wohne außerhalb, ich wohne in Tönesforst. Und aber okay, das ist jetzt nicht weit zur Stadt, aber so muss ich sagen, mir gefällt auch das drumherum. In Kempten war ich, schöne Stadt, Tönesforst, auch eine sehr schöne Stadt und ja klar, auch in Krefeld. Ich muss natürlich auch oft sagen, ich komme Familie bei Bruder, auch Freunde in der Heimat natürlich, die wollen mich auch immer sehen und das ist immer ganz gut, ein bisschen Abwechslung auch zu haben. Und ja, so an sich muss ich sagen, gibt viele schöne Orte, aber jetzt so einen speziell könnte ich jetzt nicht sagen. Ja gut, klar, ist natürlich Krefeld, muss man ehrlich sagen, ist nicht gerade die Weltmetropole, man kann sich hier echt wohlfühlen. Apropos Dortmund, jetzt haben wir hier den Pizzi. Und du hast sicherlich bemerkt, dass er so ein bisschen schwarz-gelb nicht nur als Pinguin, sondern auch als BVB-Fan ist. Teilst du das oder bist du Schalker?
Ja, ich bin auf jeden Fall BVB-Fan und das muss man sagen, ich bin da aufgewachsen. Klar, die Jahre zuvor nie so wirklich die Chance gehabt, unter der Saison mir mal ein Spiel anzugucken. War dann ab und zu meinem November-Break dann mir mal ein Spiel anschauen. Dieses Jahr hat es schon öfter geklappt. Auch den DFB-Pokal jetzt mal gegen Uerdingen zugeschaut und Pizzi hat mich auch mal mitgenommen. Ja, war natürlich 2-2 gegen Bremen. Ich weiß nicht, ob er mich jetzt nochmal mitnimmt, aber, aber nee, war auf jeden Fall super. Fand ich eine super Aktion und von ihm auch da, dass wir da waren. Und ja, klar, auf jeden Fall. Ich bin da mit Jungs auch gewesen, gegen Gladbach schauen. Muss sagen, Gladbach gefällt mir auch als Team, läuft bei denen auch sehr gut. Und ja, Fußball fasziniert, denke ich mal, einige. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich gehe auch zum Handball oder zum Volleyball, wenn ich da die Chance habe. Oder das ist immer so ein bisschen in alle Sportarten rein. Ja, es ist schon mal interessant, dass man mal ein bisschen mehr von dir auch erfährt. Jetzt haben wir natürlich den Puck, wie gesagt, wir haben es jetzt schon angesprochen. Steht also drauf, erstes Tor DL, 21.11.2019. Jetzt erklär mal den Fans da draußen, ich meine, ich habe auch noch irgendwo, muss ich jetzt zugeben, im Keller, aber den ersten Puck von meinem Shutout liegen. Was machst du mit der Scheibe? Erklär mal die Wichtigkeit dieses Pucks für die Fans praktisch. Die verstehen es vielleicht noch nicht so ganz, wie du es fühlst. Ja, ich muss sagen, wo ich natürlich... Ich weiß gar nicht, wann ich mein allererstes Profitor geschossen habe. Ich denke mal mit 17, 18, so war das. Aber die Scheibe habe ich mir natürlich auch aufgehoben. Die ist bei mir natürlich im Schrank, hat einen besonderen Spot, sage ich jetzt mal da. Und wenn man immer wieder schaut oder im Schrank, man sieht es, dann weiß man, worauf man natürlich hingearbeitet hat. Das ist so eine kleine persönliche Erinnerung an, ich sag mal, auch die harte Arbeit. Und dass man sagt, okay, jetzt du hast es geschafft. Klar ist das jetzt... ich sag mal so ein Trophäe oder wie man dann so sagt, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin sehr stolz und ja, immer wenn ich wieder drauf schaue, dann weiß ich, mir und persönlich, ich denke mal auch meine Familie, die ist auch sehr stolz, die hat sich auch riesig gefreut für mich, dass ich da jetzt endlich mein, ich sag mal, erstes DEL-Tor habe. Und für mich war es jetzt ein sehr, sehr langer Weg. Ich bin 31 Jahre alt und ich denke, dass viele Jüngere natürlich schon in jungen Jahren die Chance haben, mal ein Tor zu schießen. Und deswegen immer wieder, Rückschlägen zurückgekämpft, Verletzungen gehabt, immer wieder an mich geglaubt und nie den Glauben verloren, dass ich es dann irgendwann mal schaffen kann. Und ich bin halt sehr, sehr stolz, wenn ich jetzt zurückschaue, wie der ganze Weg war. Und ich hoffe natürlich, ich kann auch für einige andere ein gutes Vorbild sein, dass die natürlich auch sagen, du, ich auch vielleicht späterem Alter schaffe ich es irgendwie. Und ja, ich bin natürlich dankbar dem Verein, dass ich da die Möglichkeit natürlich habe. Und ich will immer mit guter Leistung was zurückgeben. Und diesmal hat es auch geklappt. Und kann weiter so gehen. Das freut mich auf jeden Fall. Das war echt ein super Statement von dir. Und ich wünsche dir persönlich natürlich, wünschen wir dir alle weiterhin viel Erfolg, dass du jetzt, wirst du keine Scheibe mehr kriegen, aber dass mehr davon im Tor des Gegners landen. Auf jeden Fall, Artus Kuminsch, vielen lieben Dank und für die Jungs viel Erfolg. Danke dir. Ja, das war ein tolles Gespräch. Da kann man wieder mal mit einem Krefelder Eishockeyspieler so ein bisschen quatschen und ihm mal ein bisschen aus der Seele reden lassen. Das ist echt immer toll. Das war's wieder mit Am Rande der Bande. Ich glaube, ich fahre eine Runde, wenn die Eismeister mich nicht rausschmeißen. Hier mache ich mal das Eis, damit's am Wochenende gut ist. Und zwar um 19.30 Uhr spielen wir hier gegen Berlin und auswärts sind wir um 16.30 Uhr in Schwenningen am Sonntag. Das heißt, da kann ich leider kein Eis gut zaubern, aber vielleicht kann ich es jetzt hier, aber Spaß beiseite, wenn ich es Eis mache, dann kannst du hier zumachen. Auf jeden Fall, ich freue mich, dass ihr kommt, dass ihr zuschaut und die Jungs unterstützt und wir hoffen natürlich auf ein 6-Punkte-Wochenende. Bis bald!